SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hofft auf eine Mehrheit für eine rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl. Er wolle gerne mit den Grünen regieren, sagte er in einem Interview. Beide Parteien hätten zwar unterschiedliche Zielsetzungen, es gäbe aber viele Schnittmengen. Laut aktuellen Umfragen allerdings hätte Rot-Grün derzeit keine Mehrheit, trotz steigender Werte für die SPD. Sollte es nicht für eine Regierung nur aus SPD und Grünen reichen, strebt Scholz eine Ampelkoalition mit der FDP an, hieß es. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU warnte derweil vor einer verpassten Regierungsbeteiligung der Union. Er äußerte sich vor dem Hintergrund schwacher Umfrageergebnisse. Zwar sei eine Trendwende noch möglich, aber die Lage sei sehr ernst und es werde knapp, sagte Söder. Ziel müsse es sein, stärkste Fraktion im Bundestag zu werden, um einen Linksrutsch zu verhindern.